Am Freitag, 4. September 2020 findet in der St. Augustinus-Kirche, Göttinger Chaussee 145, in Hannover-Ricklingen anlässlich des Jubiläums 90 Jahre St. Augustinus eine festliche Orgelvesper statt. Der Stuttgarter Dekanatskantor Alexander Kuhlo spielt Orgelmusik von Johann Sebastian Bach bis Max Reger aus dem 17. bis 20. Jahrhundert. Außerdem steht eine Uraufführung auf dem Programm. Alexander Kuhlo komponierte ein Scherzo für Orgel als Hommage an Professor Siegfried Strohbach. Für die Liturgie ist Pastor Christoph Müller zuständig. Aber noch keiner von der Hochschule in Stuttgart, Musikhochschule, aber jetzt der erste Organist. Wie fühlt man sich, wenn man dann auf einmal auch eine Stadt repräsentiert? Ja, das ist natürlich eine große Ehre, ein Glücksgefühl, eine Freude zugleich, auch als Botschafter dann jetzt von Stuttgart hier wirken zu dürfen und trotzdem im Herzen immer noch ein Hannoveraner. Das ist ein Glücksgefühl. Zum Schluss nochmal Hannoveraner, das zeigt sich ja in einer Komposition, die du spielen wirst. Genau. Um welche geht es? Es geht um die Hommage an Siegfried Strohbach, ein Scherzo für Orgel. Siegfried Strohbach, ein berühmter Hannoveraner Tonsatzprofessor, leider im letzten Jahr verstorben in hohem Alter. Es hat mich angeregt, seinen Tod zu einer Komposition Hommage an Siegfried Strohbach, die ich hier quasi uraufführen werde. Zur Orgelvesper ist aufgrund der Corona-Bestimmungen und der Platzbeschränkung, 80 Personen, im Pfarrbüro bis Donnerstag, 27. August per Telefon oder E-Mail erforderlich. Der Eintritt ist frei.